Warum wird der eine krank und ein anderer bleibt gesund? Genetische Veranlagung? Umweltfaktoren? Antworten auf diese Fragen will das Helmholtz-Zentrum liefern. Im Münchner Norden erhoffen sich Forscher Erkenntnisse zur Früherkennung und Prävention großer Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Demenz, Depressionen. Wir erleben zurzeit eine Revolution in der Medizin, dass wir versuchen, durch genaue Bestimmungen in Bioproben, durch da große Datenmengen besser vorherzusagen, wie kann der Einzelne optimal behandelt werden. Wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt entwickelt hat, kann ich dann 10 Jahre vorher im Blut schon nachweisen, dass dieses Risiko entsteht. Das Biorepository des Münchner Helmholtz-Zentrums ist das größte Bioprobenlager weltweit. Eine solche Anlage gibt es weltweit noch nirgendwo. Und deswegen sind wir auch besonders stolz, dass wir das hier da wirklich Neuland betreten können. 21 Millionen Proben lagern in riesigen Tanks. Sie stammen von über 200.000 Teilnehmern. In den kleinen Röhrchen befindet sich Urin, Blut, Speichel und Stuhl. Da wir ja alle genetisch ein bisschen unterschiedlich sind und auch jeder ein bisschen anderen Lebensstil hat, brauchen wir halt so große Datenmengen, um dann wirklich für ganz unterschiedliche Personen auch in der Zukunft vorherzusagen können, wie kann ich das Auftreten einer Krankheit verhindern? Und wenn dann die Krankheit entstanden ist, wie muss ich diese Person möglichst gut behandeln? Angelegt auf 30 Jahre ist die NARCO-Studie das zentrale Projekt der epidemiologischen Forschung in Deutschland. Irgendwann, so die Hoffnung der NARCO-Forscher, könnten Krankheiten mithilfe von Bioproben erkannt werden, bevor sie entstehen. Wir haben in den letzten 20 Jahren extreme Fortschritte gemacht, um die genetische Komponente von Krankheiten zu verstehen. Aber wie diese Gene jetzt genau mit unserem Lebensstil und der Umwelt zusammenwirken, das ist etwas, was wir einfach noch nicht bisher untersuchen können. Und da geht die NARCO-Gesundheitsstudie neue Wege. Das Biorepository ist voll automatisiert. Mit einem Roboter können die Bioproben gezielt herausgesucht und wieder einsortiert werden. Zukünftig ist es in der Tat so geplant, dass die Proben allen Forschern weltweit zur Verfügung stehen. Im Moment ist es noch nicht so weit, weil wir diese ganze Anlage noch in Betrieb nehmen. Aber zukünftig ist es so, dass man dann praktisch online einen Nutzungsantrag stellen kann. Der Roboter sucht die Proben raus und dann werden diese Bioproben auf Eis gelagert und Forschern weltweit zur Verfügung gestellt. Mit Stickstoff werden die Bioproben gekühlt. Bei bis zu minus 180 Grad können sie so rund 30 Jahre lang gelagert werden.